Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Video. Wir basteln zusammen diese Schüttelkarte und zwar sind da Pailletten drin, die man halt so hin und her schütteln kann. Und diese Karte kann man verschenken, kann man behalten, man kann damit spielen. Und es ist sehr einfach zu machen und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, was wir dafür brauchen, sind erstmal zwei Cardstock-Stücke. Ich habe das jetzt in weiß in der Größe 10x14 cm. Und das ist ein Designpapier, ein mega schönes mit so einem Marmormuster. Das ist in der Größe 9,5 x 13,5 cm. Und zwar ist es aus diesem Bastelpapier-Set aus dem 1-Euro-Shop. Und da sind einfach mega, mega schöne Designpapiere drin. Die sind einseitig bedruckt. Und da sind 24 Stück drin. Also von jedem Muster jeweils drei. Und jetzt lege ich mir es erstmal auf das eine Cardstock-Stück, sodass überall der gleiche Rand ist. Dann nehme ich mir ein Washi-Tape, irgendeins. Und mache das so ein bisschen an meine Kleidung und ziehe es wieder ab, dass es halt weniger klebt, weil sonst reißt das Papier am Ende. Und klebe das hier so an der Seite fest. Jetzt nehme ich eine Standschablone für meine Big Shot. Falls ihr nähere Informationen über meine Big Shot wissen möchtet, verlinke ich euch einfach das Video dazu in der Infobox. Und genau, da suche ich mir jetzt eine Größe aus. Ich nehme diese Größe und lege das so seitlich an. Und das kurbel ich jetzt kurz durch meine Big Shot. So, das habe ich jetzt getan. Und jetzt kann ich das auch schon rausnehmen, ohne dass das Papier reißt. Das Cardstock-Stück können wir jetzt zur Seite legen und jetzt nehme ich mir dieses Designpapier und Schleifenband, hier so ein silbernes, und wickel das jetzt erstmal drumherum. Dann klebe ich noch so eine kleine Schleife auf, die ich auch aus diesem Geschenkband gemacht habe. Ja, meine Kamera hat leider nicht mitgefilmt und deswegen konntet ihr leider nicht sehen, dass ich hier was drauf gestempelt habe. Und zwar steht hier drauf: Good friends, I like stars, you don't always see them, but you know they're always there. Und ich habe hier um diese Stanzung herum eine Folie aufgeklebt. Das ist einfach nur eine durchsichtige Folie, als Fenster sozusagen. Und jetzt brauchen wir Foam Tape, also entweder Foam Tape oder Foam Pads. Davon habe ich eine Menge. Und zwar gibt es die mal in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Dicken, sage ich jetzt mal. Also manche sind dünner als andere und da müsst ihr halt gucken, welche Größe ihr nehmt. Die gibt es als kleine Quadrate, auch als Rechtecke und so. Da müsst ihr gucken, was ihr da habt. Und bringt das hier drumherum an. So, ich habe jetzt das Ganze gefüllt, also drumherum beklebt, auch mit kleinen Foampads. Habe auch schon die Folien abgezogen. Und jetzt nehme ich mir Pailletten. Ich habe hier so in Gold, Orange und auch welche in Rosa, Lila bis Rot. Und davon werde ich jetzt so ein bisschen auf dieses Fenster drauflegen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr genug drauf habt, dann nehmt ihr nochmal das andere Stück Cardstock und klebt es darüber. Das überschüssige Foampad kommt einfach weg. Dann ist die Schüttelkarte eigentlich auch schon fertig. So einfach geht das. Da braucht ihr nicht viel Material für und es sieht auch sehr schön aus. Und genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!